Herzlich willkommen zurück zu The Witcher und jetzt will ich gar nicht lange rumquatschen, denn ihr habt alle drauf gewartet oder mindestens die zwei, die mir zugucken. wir gehen rein. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Oh. Hier fehlt eine Kachel. Oh, wie offensichtlich. Ach ja, das wäre Portal. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Ja, mach mal Licht an. Portale, großartig. Die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Da liegt was. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Kann ich hier an denen nichts sehen? Man interessiert sich anscheinend nicht so für Neckar. Hatte ich mir schon gedacht. Ihr Lieben. So wie sich das anhört, waren die nicht die einzigen hier. Verdammt, es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux Antil, Francesca Findaber und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Oh. Sehr gut. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger. Gut, und jetzt aktivieren. Der Sound kommt mir so bekannt vor. Sieht man es nicht mehr. Naja.
ihr Labor gewesen sein. Da war es aber gerade nicht leise. Ich glaube, er hat gesagt, es muss ihr Labor gewesen sein. Noch irgendwas Nettes hier? Kann ich hier runter und dann locker wieder hoch? Stimmt, oder? Ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Der Kraftspeicher. Ich hab ihn. Ah ne, da fehlt noch einer. Ah, hab ich mich irgendwie da. Ja, komm, sterb schneller. So. Interessanterweise mussten wir hin. Dabei dachte ich, ich finde hier was Tolles, aber so. Naja. Na, los, Geralt. Ja. Da liegt doch schon wieder was. Na, jetzt aber. Na, jetzt. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Das klingt lustig. Polymorphie. Bulli. Ah, siehst du, haben wir schon geholt, bevor wir es brauchten. Also wir hätten es gebraucht, sofort gebraucht, aber ihr wisst, was ich meine. Und reiner. Das muss die älteste Ebene sein. Viel zu schnell. Ich weiß, ich sehe selber nicht mal, was es ist. Aber ich denke mir immer, das werde ich im Inventar schon herausfinden. Ich werde das schon finden. Warte mal. Ich hab's nicht gesehen. Irgendwas mit Adliger, glaube ich. Ah ne, das ist der Emmentaler. Ja, hässliche Handschuhe, aber besser. Ja, die verbrannten Leichen, die bestimmt eine gute Idee, einfach mal durch die Mitte zu gehen. Ifrit. Ach ja, und natürlich gibt es einen Wächter. Den ist blöd. Sag mal, wollen wir das nicht ausdiskutieren? Also du und ich, wir sind doch... Okay, da bin ich. Ich glaube, der ist sauer.
so einfach zu voll. Weißt du, wir gehen mal ein Trinken. Du und ich, wir quatschen über die ganze Scheiße, die hier vorgefallen ist. Ich probier's mal aus. Tja, hätte ich mal denken können. Da! Ah, daneben! Oh, scheiße. Warte mal. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Gerade ausgepustet. Ich glaube, ich habe den gerade ausgepustet mit A. Das hätte mir eher einfallen können. Schade. Ich hab's versucht. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Also. Ja. Na, wo geht's denn hier hin? Oh, das war schon. Ich würde gerne da rum. Oh, gehen wir mal runter. Ist sogar was. Aber nur Bauteile. Ne? Also der Geralt manchmal, ne? Sollte vielleicht mal ein bisschen Schnaps weglassen. Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Was ist das? Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Hm. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Hm. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Sieht nicht so aus. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Chris wird wissen, was sie damit machen soll. So, ja, ich denke mal, das war's hier soweit, ne? Gibt's nichts mehr. Moment. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig okay. hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Der schickt mich hier hin. Glaube ich. Naja, was soll ich Radovid schon erzählen? Nichts zu erzählen im Moment. Na, nein, ja, Scheiße. Kann man sicher gehen? Fast wieder reingehört.
Infizierte hindurch. Du lebst noch? Na, natürlich. Hast du was gefunden? Verbrannte Notizen, ein Neckernest, Ratten, nichts Interessantes. Warum nehme ich dir das nicht ab? Ich weiß nicht. Das ist dann wohl dein Problem. Oh, da irrst du dich aber. Schnapp den! Ich will ihn lebendig. Lebendig! Lasst euch nicht zurückdrängen! Zauber! Du wirst auf dem Scheiterhaufen brennen! Wie lange gibt es eigentlich in dieser Welt Hexer? Müssten die es denn nicht langsam besser wissen? Also nicht die Hexer, sondern die Leute, die gegen Hexer kämpfen wollen. Wir müssen jetzt zu Triss. Das wären, glaube ich, gleich 2 oder 3 Quests, könnte ich da abliefern. Oder theoretisch machen. Gut, mit Radovid zu reden, es bringt nichts, weil wir halt noch gar nichts haben, worüber wir sprechen könnten. Wäre auch noch interessant, mal dahin zu gehen. So. So, ich wollte hier nochmal hin. Sind das schon alle Texturen? Sieht so komisch aus. Ich glaube, wir müssen hier mal hin. Du wirst sterben für das, was du getan hast. Ich habe gar nichts getan. Meine Herren, bitte zurück. Wag es nicht, dich einzu... Was ist hier los? Dieser Däuner hat Fistech an ein paar junge Elfen verkauft. Kontaminiertes Zeug, das alle anderen Konsumenten umgebracht hat. Lüge! Die wollen mich töten und mein Gold stehlen. Hilf mir, bitte. Du hast Gift verkauft. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie die jungen Leute unter Krämpfen gestorben sind. Ihr seid doch alle... Ihr Elfen verachtet Menschen doch. Ihr wollt euch rächen. Aber der Untergang eurer Zivilisation ist doch nicht unsere Schuld. Halt den Mund, Giftmischer. Lasst mich nachsehen, ob er tatsächlich Fistech dabei hat. Wir haben ihn schon durchsucht, sogar die Stiefel, aber nichts. Der Bastard hat alles verkauft. Aber das macht ihn nicht unschuldig. Ich sehe keine Beweise dafür, dass er jemandem Fistech verkauft hat, geschweige denn Vergiftetes. Ihr könnt ihn nicht einfach umbringen. Dann stirbst du eben auch, Wattgern. Schade, dass du uns in die Quere gekommen bist und dich auch noch in den Weg stellst. Hier, Kollege. Danke, Hexer. Verdammte Elfen, denen ist jede Entschuldigung recht, um mich auszurauben. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hoffentlich hat er nicht wirklich Fistech verkauft.
Aber da glaube ich nicht so. Der war sehr ängstlich. Die hatten keine Beweise. Und die haben uns als erstes angegriffen. Meistens schon ein Zeichen von Schuld. Ah, wir könnten auch mal eine kleine Reparatur vertragen, wie ich sehe. Oh, vielleicht haben wir sogar... Siehste, da können wir es schon mal sparen. Gut. Für Schwert befürchte ich, habe ich nichts. Doch, habe ich. Das andere noch bekommen wir. Ich warne dich. Mach mal. Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Ich war bereit, meine rechte Hand für sie zu geben. Was ist passiert? Ich habe meine rechte Hand nicht mehr. Das ist passiert. Achso, der hat das gerade gesagt. Und der da? Ich hab jetzt gedacht, der noch beide Hände hat, der hat das gesagt. Ach ja. Die Liebe. Oh. Tolles Häuschen. Muss echt anstrengend sein, dort drin zu wohnen. Wann hast du dir zuletzt die Haare? Gar nicht. Noch nie. Haare waschen. Haue schon wieder. Ihr geht schon den ganzen Tag zu wie im Taubenschlag. Tut mir doch leid. So. Ja, ich hatte ja gesagt vor ein, zwei Folgen, dass die Klamotten, dass ich die wieder ausgemacht habe, weil ganz ehrlich, eine Zauberin, die auf der Flucht ist, läuft nicht mit einem knallgrünen Kleid rum. Wir sind hier nicht bei Call of Duty mit Tarnung, ne? Ja, Geralt? Ja, wir können mal ein bisschen reden. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Ich habe mit Radovid gesprochen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, wenn ich Philippa suche. Dieses Schwein. Reicht es nicht, dass er ihr die Augen ausgestochen hat? Er will sie bestimmt noch mehr foltern. Du hast natürlich abgelehnt. Nein. Geralt, du weißt, was er ihr angetan hat. Entspann dich. Weil ich zugestimmt habe, kann ich nach ihr suchen, ohne dass mir seine Männer in die Quere kommen. Ich möchte wissen, was ihr zugestoßen ist. Und? Hast du was rausgefunden? Noch besser. Ich habe das hier gefunden. Ein Megaskopkristall. Er ist beschädigt, könnte aber noch funktionieren. Francesca zögert auch. Weder sie noch Ida möchten blindlings entscheiden. Sie werden nicht länger zögern, wenn wir Keira und Fringilla überzeugt haben. Fringilla steht auf unserer Seite. Sie stößt zu uns, sobald sie einige Angelegenheiten in Nilfgaard geregelt hat. Perfekt. Dann ist nur noch Keira übrig. Leider weiß ich nicht, wo sie steckt. Was ist mit Yennefer und Triss? Yennefer hat nie der Loge angehört. Und Triss? Wir werden sehen. Ich brauche mein Augenlicht zurück. Ich kann nach Novigrad zu Arthur der Flaester gehen. Triss soll sich auch in der Stadt aufhalten. Du bestehst darauf? Phil, entschuldige bitte, aber du wirst deine Augen nicht allein zurückgewinnen können.
Wilgefortz geschafft. Ich wende die gleiche Methode an. Ich lasse Gewebe auf Edelsteinen wachsen. Das ist... Denn dafür brauchst du immense Macht. Du begibst große Gefahr. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht rausholen. Stimmt das? Philippa sagt, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen möchte? Anscheinend wollte sie Gewebe auf Edelsteinen wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Ich habe mit Blut bedeckte Achate in ihrem Versteck gefunden. Wenn es ihr gelungen ist, dann wäre sie die zweite Person auf der Welt. Aber die Sache mit der Loge, das fand ich interessant. Was meinst du damit genau? Die erwähnten Namen, das sind die mächtigsten Zauberinnen. Die früheren Mitglieder der Loge. Sie wollen sie wieder ins Leben rufen. Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen. Philippa hat immer gesagt, wenn die Magie vergeht, dann vergeht auch diese Welt. Und die Loge wollte die Magier und ihre Interessen schützen. Andererseits wären Radovid und der Kaiser nicht glücklich darüber. Sie müssten unsere Meinung respektieren und keiner möchte die Macht teilen. Unsere Meinung? Würdest du ihr wirklich beitreten? Nein, ich habe andere Pläne. Und, was hast du mit dem Kristall vor? Ich weiß noch nicht. Radovid wäre sicherlich sehr daran interessiert. Du wirst ihm den Kristall doch nicht geben, oder? Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Das ist viel besser. Bei mir ist er sicher. Ich werde einen Analysezauber wirken. Vielleicht erfahre ich noch mehr. Viel Glück. Wie erstmal alles wieder schief wird. So. Aber ich habe ja eigentlich noch mehr Fragen an Sie, ne? Ja, Geralt? Okay, dann habe ich wohl keine Fragen. Stantris. So, erzähl Radovid, muss ich das echt tun? Wir könnten ihm sagen, vielleicht, dass wir gar nichts herausgefunden haben. So werden wir nicht bezahlt, kriegen vielleicht ein bisschen Stress, aber ich weiß es nicht. Hm. Ja, mein Hübscher. Ach so, ich bin hier das Arschloch, was den ganzen Tag rein und raus spaziert, aber ich bin jetzt auf einmal der Hübsche. So nicht. Gut, ich glaube, es lohnt sich nicht, jetzt das in dieser Folge noch zu Hilfe. Machen. Rette mich, ich sterbe. Okay. An Armut. Ich weiß, es ist eigentlich nicht lustig, aber wie er es gesagt hat. Gut, ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl. Ciao.